Hallo zusammen und willkommen in einem Video von mir. Heute möchte ich etwas auf mein Hechtgerät eingehen. Dafür verwende ich drei Routen. Das sind die Routen hier. Ich möchte etwas zeigen, eben was ich verwende, für welche Einsatzzwecke. Und danach auch noch eine Frage an euch, weil ich bin nicht ganz zufrieden mit der Routenauswahl. Deshalb, wenn jemand dran ist, der sich auskennt, kann ich mir am Schluss vom Video einen Tipp geben. Also, ich zeige jetzt mal meine Routen. Das hier vorne ist eine Daiwa AGS Spinning mit den Carbon-Rinnen. Also das Gehäuse ist aus Carbon, die Einlage natürlich aus SIC. Deshalb habe ich sie auch AGS, also das ist extra dafür entwickelt. Die habe ich auch von einem Kollegen gekauft, gebraucht. Also nicht wirklich viel gebraucht, er hatte auch eine solche mit einem etwas leichten Wurfgewicht. Die gefällt ihm mehr, die hat jetzt etwas mehr. Und ich verwende jetzt die zum Hechtangeln vom Boot oder auch vom Ufer. Sie ist halt etwas kürzer. Ich stelle mal die Kamera hin. So, ich hoffe, man sieht mich. Die hat ein Wurfgewicht, Moment. Das ist bis 80 Gramm, Moment. 2,40 Meter lang, 28 bis 84 Gramm Wurfgewicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das Wurfgewicht zu hoch angesetzt. Ich finde, das Wurfgewicht ist eher so real bis 60 Gramm. Ideal mit 50 Gramm Wurfgewicht. Also, was man dranhängt. Ist natürlich normal, man könnte vielleicht auch mal 80 dran tun, aber so mehr als 70 würde ich jetzt persönlich nicht dran tun. Ist natürlich auch ein etwas älteres Modell. Ist klar, ich weiß gar nicht mehr, ob man das kaufen kann. Weil es gibt ja auch eine AGS Moretan mittlerweile und so weiter. Das sind natürlich die Nachfolger. Aber von der Aktion her muss ich ehrlich sagen, ist sie geil. Hat Rückgrat, ist aber nicht zu hart und zum mittleren Hechtangeln absolut lohnenswert. Kann man Wobbler mit, kann man Gummifischangeln mit, 2,40 m ist eine Allroundlänge. Und für das ist sie ideal für mich. Natürlich auch sehr leicht mit einer 3000er A Galdia. Geht tipptopp, ist nicht so schwer hier die Rolle und passt natürlich zur leichten Route. Danach gehe ich zu meiner zweiten Route. Die habe ich eigentlich am längsten, die habe ich mir auch normal gekauft. Das ist eine Hardy Rice Predator. Ein Sahneschnittchen PR892H. 20 bis 70 Gramm Wurfgewicht, 2,65 Meter, 66 lang. 2,70 Meter einfach mal drauf fest. Und die ist also vom Feeling her. Ich habe noch nichts Besseres in der Hand gehabt. Also mit der spürt man wirklich alles. Also jeden Biss, das Feedback ist krass. Also sie ist auch sehr straff. Also sie ist wirklich, das Rückgrat bewegt sich wirklich fast gar nicht. Die Aktion ist im vorderen Teil. Ich habe mit der Welse ausgedrillt über 1,20 Meter, Hechte über 1 Meter einige. Und die ist also wirklich genial, finde ich. 2,66 Meter lang ungefähr. Hat auch Fuji-Ringe, relativ groß. Was mich auch stört hier, weil ich hatte sie mal in den Ferien mit, im Routenrohr. Und dann ist der Lack etwas aufgeplatzt. Hält natürlich noch alles bombenfest, ist einfach nicht mehr so schön. Und ich weiß es, und wenn ich es weiß, ist es nicht gut. Aber sonst ist nichts kaputt, funktioniert alles. Auch hier etwas überspannt, ein bisschen, ganz wenig der Lack ab. Aber ja, wenn man eine Route braucht, passiert das mal, wenn man sie einlädt und die Schnur etwas strafft, kann das passieren. Hält natürlich alles, also die hat schon einiges mitgemacht, also, muss ich sagen. Mit einer Twin Power Shimano 4000, auch ein älteres Modell, habe ich gebraucht, gekauft. Mit einer so 20er Schnur, 18er, 20er Schnur ungefähr. Und ich muss sagen, bis 70 Gramm ist absolut realistisch, also man kann 70 dranhängen. Ich habe auch schon 80, 85 dran getan und die Route kann das verkraften, man kann damit auch werfen. Ideal finde ich sie so eben so mit 55, 60 Gramm, eher 60 Gramm Wurfgewicht, also was real dran ist. Die kann man richtig belasten, finde ich, also 20 Gramm. Ich habe mal einen Bericht gelesen im Internet, hat einer mit dieser Route, mit genau dieser Route Barsche gefangen. Also ich weiß nicht, wer mit Routen bis 70 Gramm, die noch mehr vertragen, auf Barsche geht, aber das verstehe ich persönlich nicht. Das macht mir absolut keinen Spaß. Zum Sandangeln geht es, zum Hechtangeln geht es, aber zum Barschangeln, sorry. Verstehe ich absolut nicht. Also wenn der zuschaut, der das gemacht hat,
Nimm eine feinere Route, das macht sonst einfach keinen Spaß. Also, meine Meinung. Kann jeder seine eigene dazu haben. Aber jetzt auch einen Gummifisch dran, so besten. Habe ich auch gebraucht gekauft von einem Kollegen. Und ja, so 20 Gramm, eben so, sorry, 20 Gramm Chickkopf geht ideal, auch 25, vielleicht auch mal 30, dort um. 50 Gramm, leichter als 15 Gramm würde ich nicht nehmen. Geht auch mit 10, spürt man noch den Boden, wenn man nicht zu viel Strömung hat, wenn man jetzt in einem Fluss angelt. Im See geht es noch etwas besser. Aber so 15 bis 30 Gramm Schickkopfgewicht muss schon sein, damit man die Absinkphasen gut merkt. Meiner Meinung nach. Und eben, dieser zum mittleren Hechtangeln im Fluss, im See und und. Auf dem See ist sie mir etwas zu lang, auf dem Boot, bin ich ehrlich. Und was ich noch sagen kann, das große Manko dieser Route ist natürlich, dass sie etwas kopflastig ist. Da kann man nichts machen, auch mit dieser Rolle, die nicht ultra leicht ist, ist sie doch kopflastig. Und wenn jemand eine Route kennt, die im Bereich, die so eine Aktion hat, die etwas weniger kopflastig ist, schreibt es mir in die Kommentare. Danach komme ich zu meiner Big Bait Route. Einige meiner Kollegen angeln mit Baitcaster, Big Baits. Eben, ich probiere es mit leichteren Ködern. Mal schauen. Also, mal schauen, ob ich mir so eine Schwere zulegen werde. Ich denke nicht so schnell. Ich habe jetzt hier eine 3520er PEH Galdia. Für Salzwasser mit einem riesen Knopf. Ist auch relativ schwer, schnell übersetzt. Geht gut zum groben Angeln. In eine 24er geflochtene, reicht vollkommen aus. Und hier auch ein Shaker, 20, 21 cm mit irgendwie 30, 35 Gramm, weil der hat schon recht Widerstand, da kann man auch etwas mehr Gewicht nehmen. Das ist eine Salty Beast Jigspin 270 von Spro. Und die ist auch schon, ja, 2, 3 Jahre auf dem Markt. Gibt es auch eine günstigere Variante von. Das ist jetzt die leichteste, so wie weit mir ist. Das ist die 60 bis 150 Gramm Variante. Natürlich auch kopflastig, leider Gottes. Hat einen Foregrip, also eigentlich zum Meeresangeln, zum Pilken oder so, oder zum Jiggen. Und ich finde die gut. Sie hat eine nicht so harte Spitze, weil bei so schweren Ködern eine zu harte Spitze, da riskiert man schon mal einen Rutenbruch, wenn man jetzt nicht sauber wirft, also nicht schön ausholt, bis der Spannungspunkt erreicht ist und dann zu früh auswirft, kann die Rute brechen. Also bei der Sunrise, die hat eine harte Spitze, da geht es noch gerade so in diesem Bereich. Und die hat eine etwas weichere Spitze und natürlich auch ein wirklich straffes Rückgrat. Robust, hat alles mitgemacht, auch schon Welse mitgefangen, auch schon missbraucht zum Setzen. Habe meinen großen Aal mit der gefangen, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich keine Aalroute, ist auf einen Welsköder gegangen. Und das war so eben diese Route da. Brauche ich sonst zum schweren Hechtspinnen? Geht noch gerade so, aber nach so 2, 3, 4 Stunden merkt man schon im Arm. Also, weil es halt auch kopflastig ist und mit der Rolle irgendwie 350 Gramm. Ja, wenn jemand etwas kennt im Bereich bis 150, 180 Gramm Wurfgewicht, was vielleicht etwas bessere Eigenschaften hätte als diese Route, kann man mir gerne einen Kommentar schreiben. Weil da bin ich nicht so bewandert, habe auch schon gesehen von verschiedenen Marken. Aber es soll schon etwas sein, was gut ist. Keine Welle Hill. Hoffe ich nicht. Eben. Das waren so meine Hechtrouten. Mit denen habe ich jetzt schon einige Fische gefangen. Bin absolut zufrieden damit. Und eben, wenn ihr Tipps habt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Fragen habt, sonst, habe ich noch andere Routen in den Händen gehabt, könnt ihr mir reinschreiben. Vielleicht weiß ich etwas dazu. Und das wären so meine Hechtkombos im Moment. Vielleicht ändert sich da zeitnah etwas. Schauen, was das Budget und was die Auswahl dazu sagen wird. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben, ein Abo dalassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.